Ja, Peter Eckenberger, jetzt sind wir bei dir daheim. Anderthalb Zimmerwohnung in der Au. Du als Legionär hast mir gesagt, du seist ein bisschen gefröhlich, hast noch eine Fußmatte eingestellt, damit du ja nicht zu kalt hast. Jawohl, ist ein schöner Tag. Aber eben, gell, Jahrgang 39, und gerade heute Morgen noch eine tüchtige Punks, quasi Prüfung zum Autofahren. Du fährst immer noch Auto, also du bist immer noch gesund und ja, gut unterwegs. Dank, ja. Du bist ja bald zu Hause, gell? Und du redest dort über dich und über Henri Dunant, glaube ich auch. So ist es. Also es gibt ja in Heide gibt's Henri Dunant Museum. Und jawohl. Der Dunant ist ja seine letzten gut 20 Lebensjahre hat er in Heide verbracht. Er ist dort ja 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Da hat natürlich ein uniges Licht auf das Heide geworfen. Dort ist er auch gestorben. Und ja, seit seinem Tod eigentlich wird die Erinnerung wachgehalten mit einem Museum, natürlich auch mit einem Denkmal. Und das Dynamuseum ist sich ein bisschen am Neuen aufstellen. Und der Pfarrer Andreas Enulat macht mit mir einen Abendanlass. Dunant in Algerien. Eckenberger 100 Jahre später in Algerien. Gibt es Gemeinsamkeiten? Und viele Leute sehen den Dunant nur als Humanist, als der, der dann eben nach der Schlacht von Solferino 1859 eben verletzte Soldaten gepflegt hat. Und letztendlich hat das zur Gründung des Roten Kreuz geführt. Der Dunant ist auf Algerien, absolut nicht als Humanist, nicht um den Leuten zu helfen. Er war Banker, ein Genfer. Er hat auf die Schnelle reich werden, ein reicher Mann werden, in dem Algerien. Er ist gescheitert, er hat Konkurs gemacht. Und wir in der Fremdenlegion, 100 Jahre später, wir hatten auch Leute, die Konkurs gemacht haben. Die grosse Schande im Dorf, der ist verlumpet. Da hatten Leute, die die Schande nicht erträgt haben. Es hat wahrscheinlich ein Strafverfahren gegeben. Die sind abgehauen in der Fremdenlegion noch in den 1950er und 1960er Jahren. Also es gibt schon Parallelen. Also wegen der Schande sind sie abgehauen? Ja, wegen der Schande. Also eben heute unbegreiflich. Heute ist ja jeder ein Double, der die Schulden nicht durcheinander zahlen lässt. Ja, ja, ja. Aber dort mal im kleinen Dörfli, der ist verlumpet. Das war doch die grosse Schande. Und es hatte Leute, die mit dem nicht umgehen konnten. Vielleicht ist noch etwas dazugekommen, familiäre Probleme und so weiter. Die haben wir in der Fremdenlegion gehabt. Unter anderem, schon klar. Der Dunant mit Fremdenlegion, was hat er zu tun mit der Fremdenlegion? Also ich bin ganz sicher, der Dunant hat die Fremdenlegion erlebt in Algerien. Ja. Er hat ja auch dann noch zusätzlich zu der Schweizer Staatsbürgerschaft die französische angenommen. Hm. In der Hoffnung kam ich dann Ringer zu einer Konsequenz für seine Mühlen, die er hat bauen wollte. Nicht? Er hat ja gesehen, Algerien war eine Kornkammer, schon bei zur Zeit des alten Rom. Algerien war die Kornkammer. Der Dunant hat das gesehen, da könnte man etwas machen. Man könnte Geld verdienen mit einer Mühle, das Korn verarbeiten. Und nimmt die französische Staatsbürgerschaft an und reist ja dann letztendlich dem damaligen Kaiser, Napoleon III. An. Ja, das war der. Der war im Bodensee in der Nähe daheim. Er war in Arenenberg, genau, eigentlich weitgehend aufgewachsen. Ja, ja. Der Kaiser hat Thurgauer Dialekt geschwätzt. Ja, eben darum. Speziell, ja, ja. Oder? Ja, ja. Und der Kaiser hat dann die Schlacht natürlich, das war für ihn wichtig gewesen. Und dem Dunant seine kommerziellen Pläne, das war zweit- oder drittrangig gewesen. Item, der Dunant ist gescheitert, die Konzession hat er nicht bekommen, er macht Konkurs und ist eigentlich seitdem ab und an mit seinen Genfer Freunden. Die haben ihm Geld gegeben und der Dunant hat sich selber gut verkaufen können. Hat die Leute alle wieder mit Plänen geködert. Jetzt machen wir da und da, ist alles auf gutem Weg, mit dem Wiedergeld gegeben. Und alle die Freunde und Verwandten, das Geld ist in Sand gesetzt worden vom Herrn Dunant. Ja, ja, so läuft es manchmal. Das ist eine andere Seite. Nicht? Die kennt man nicht. Und die aktuelle Ausstellung, da muss ich noch sagen, in Heide, die ist genau dem Thema gewidmet. Nicht der Dunant als Humanist, sondern der Dunant als Geschäftsmann, knallhart, Bankausbildung, gut 25-jährig. Und dann sieht man ein bisschen in dieser Ausstellung, was er probiert hat zu machen, wie er das angefertigt hat, eben bis zu seinem Konkurs. Also Dunant als Geschäftsmann und nicht Dunant später als Humanist. Als Geschäftsmann,
Das wird in Heide gezeigt, in einer Sonderausstellung. Und der Abend, wie ich es gesagt habe, ist Algerien gewidmet. Beide Dunant-Eckenberger, Algerien-Erfahrung. Gibt es Berührungspunkte? Gibt es Gemeinsamkeiten? Auf das können wir noch nur, damit alle alles verstehen. Also, eben, er hat Wasser für die Mühlen gesucht. Dann ist der Napoleon III., wie gesagt, schon ja mehrheitlich am Bodensee, an Arenenberg gehauset hat. Damals war er nicht in Paris gewesen, und darum ist er immer nachgefahren zu dem Befreiungskampf auf Solferino, oder 1859. Und ist dann dort auf die vielen Toten gestoßen. Und das hat dann auch die Gründung vom Rotkreuz und beim Dunant zum Humanist geführt, ja, oder? Klar, hat beim Dunant einen totalen Wechsel gegeben. Er hat auf das Mal gesehen, du, es gibt noch anders im Leben als nur Geld verdienen, knallhart. Und ja, da hat eine totale Änderung gegeben in seinem Leben. Was hat denn bei dir die Änderung gegeben? Weißt du, du bist ja eben Peter Eckenberger, Drogist, 39 geboren, quasi in Krieg geboren, obwohl in der Schweiz es dort der Krieg wahrscheinlich nicht spürbar gegeben. Und 20 Jahre später ab in Fremdenlegion, genau, als ausgebildeter Drogist. Genau. Ja. Als ausgebildeter Drogist. Grabserbürger, müssen wir auch noch sagen. Natürlich ja, gut, dann, das versteht man wieder, dass ein Grabserbürger in Fremdenlegion geht. Aber ja, ein ausgebildeter Drogist jetzt. Ja, ja. Ja. Ja, aufgewachsen im Wald zu Hause. Nicht? Mein Vater ist ja noch im Werderberg schon aufgewachsen, ein Stück weit. Dann hat die Familie auf Jonschwil gewechselt, hat dort einen Bauern gekauft. Und mein Vater war eine grosse Familie. Er hätte die Bauerei eigentlich übernommen. Mein Vater hat Kusterhof gemacht, landwirtschaftliche Ausbildung. Das ist nicht gegangen, weil ein älterer Bruder ist vorgezogen worden. Und mein Vater hat alle einen engen Bezug zu der Fotografie. Autodidakt, nicht? Und dann hat er kühn mit Betriebskapital 200 Franken, hat er anno 1930 in Walzenhausen ein Fotogeschäft aufgetan. Und dann hat er den grössten Laden im Dorf kaufen. Wir haben ihm sicher geholfen finanziell. 1940, das sogenannte Türmlihaus in dem Walzenhausen, mit einer Drogerie, Papeterie, Spielwaren, Drogerie, Papeterie, war noch dabei. Fotografie natürlich, das ist im Vordergrund gestanden. Und ich bin dort aufgewachsen und habe natürlich verschiedene Berufe gesehen bereits. Fotograf vor allem, der Drogist gesehen. Dann kommt man in die Pubertät und dann hat man auf einmal eine gewisse Distanz zum Elternhaus. Der Vater ist nicht mehr der Grösste und die Mutter auch nicht. Und ich habe dann gesagt, weg, Drogistenlehre, das hat man nicht machen zu Walzenhausen im elterlichen Betrieb. Dann habe ich in St. Gallen Drogistenlehre gemacht, das letzte Lehrjahr noch in Sissach im Kanton Basel-Land, habe abgeschlossen und alle hatte ich einen Flair für Frankreich. Aus unerfindlichen Gründen, nicht im Elternhaus, hat ja niemand Französisch geredet und war niemand in Frankreich gewesen. Aus unerfindlichen Gründen habe ich das Gefühl, ja, die Franzosen so leger und laissez-faire und so weiter, wie man halt so abstruse Vorstellungen hat, wenn man jung ist, soll man auch haben, ist richtig. Und dann habe ich gesagt, ich breche aus von einem Tag auf den anderen. Kommt dazu ein streng religiös Elternhaus, das müsste ich auch noch sagen. Nicht? Meine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas, das ist auch speziell. Da könnte man auch viel erzählen darüber. Also ich hatte das Gefühl, ich muss ausbrechen, weg, ich muss mich abnabeln. Von einer Stunde auf die andere. Ohne Bürokratie, nicht lange fragen. Und dann hat man so als junger Kerl die Idee gehabt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du gehst Richtung Norden, Hamburg, fahrst zur See. Haben wir einige gehabt, zwei zu Hause, die das gemacht haben. Oder das andere, wir sind ja gewarnt worden von dieser Fremdenlegion, in der Gewerbeschule vor allem, machen ja das nicht. Und wir haben natürlich gewusst, aufgrund von diesen Warnungen, Marseille, da ist die Fremdenlegion stationiert, dann sind wir gerade in Richtung Süden. Und schliesslich dieser Fremdenlegion. Aber Graf von Monte Cristo hast du nie gelesen, Chateau d'If und so weiter? Ich habe es gelesen, sicher. Aha. Natürlich, das Chateau d'If sieht man dann von Marseille aus, wenn man im alten Hafen steht, raus schaut ins Meer und heute ein Ausflugsschiff mit den Touristen. Chateau d'If ist natürlich ein Ziel, schon klar. Mhm. Und da hast du nie Respekt gehabt. Weißt du, Hamburg hätte ich noch verstanden, aber irgendwie Fremdenlegion. Uns hat man immer gesagt, da wirst du dann eingraben, Disziplinarmaßnahmen. Ja. Und dann etwa so einen Meter von der Weg ist dann in der Sahara mit 40, 50 Grad eine Flasche Wasser. Und dann hast du das letzte Stündchen gesehen, oder? Man glaubt das ja nicht, als junger Kerl. Nicht? Das ist ähnlich wie mit den Drogen. Jeder hat das Gefühl, du, mich trifft doch das nicht. Vielleicht die anderen, da gilt schon, aber ich überhaupt doch das. Rauchen und so weiter. Oder die Extremsportart. Oder
die extremen Situationen, wo man das Leben aufs Spiel setzt. Oder? Man juckt über Felsen ab und schleicht in Canyons rum oder klettert ein Eisfeld darauf. Und jeder hat doch das Gefühl, aber mich doch nicht, die anderen schon. Das ist genau die gleiche Einstellung. Man ist jung, man ist doch stark, man ist untötig und so weiter. Keine Schulden gehabt? Keine Schulden, nein. Kein Liebeskummer? Natürlich. Kein Liebeskummer. Es sind sofort die Fragen gekommen. Auch nicht ausbrechen, was Scientology kennt man ja, Tom Cruise und Zeugen Jehovas ausbrechen. Ja, das wäre am nächsten gewesen. Aha. Außer aus dem engen religiösen Korsett, das war ganz sicher ein Grund gewesen. Nein, dann kann man wieder ein bisschen älter werden, weil du hast ja Geburtstag feiern, oder? Gut. Und dann kommt natürlich sofort die Gegenfrage. Ja, du hättest ja können sonst irgendwo in eine andere Region suchen und dort auf dem Beruf arbeiten und so weiter. Das war mir alles zu bünzlig. Man wollte etwas erleben, der kleine Eckenberger wollte Abenteuer erleben und hat gewonnen, eine fremde Legion, da ist es. Aber hast du gewusst, fast von Algerien, von diesen französischen Kolonien? Nicht. Total unbedarf gewesen. Man hat vielleicht von dem Algerienkrieg gehört, aber das war weit weg. Man hat wirklich nicht gewusst, auf was man sich einlässt. Also ich habe es nicht gewusst. Und die meisten anderen jungen Kerle auch nicht. Und dann bist du hergegangen? Dann gehe ich per Autostopp auf Marseille. Ja. Und dann steht man irgendwann am alten Hafen. Wunderbar, nicht pittoresk. Schaut aus aufs Meer. Und ist ja schön erhöht, gell, wenn man so runterläuft. Ja, so ist es. Ja. Und links oben, nicht, bei der Hafenausfahrt, jeder Fischer und jede Wartfrau können sagen, «La Légion étrangère, schaut dort, Le Bafos, Saint-Nicolas, diese Brosero Kaserne.» So ist es. Die mag mich gut an den Fischer erinnern, so ein Gesicht, wo sich die Jahre eingegraben haben und Wind und Wetter, nicht mehr gesagt, aber du, kleiner Schweizer, hast dir das gut überlegt? Man war irgendwie programmiert, mach jetzt noch, fertig, basta. Und dann bist du dort eingezogen worden eigentlich. Ja, dann kommt natürlich die erste Überraschung. Wir haben immer gemeint, die nehmen jeden, oder? Jeden Verbrecher und jeden Schlunke und jeden Gauner. So ist es nicht. Nicht im 59 hat man jeden Vierten genommen. Wer von der Interpol gesucht worden ist, raus, abholen lassen. Also, das ist schon die erste Überraschung. Und du von der Größe her? Also, ich schätze jetzt über 1,70, oder? Ja, kleiner. Das war noch 1,62. Das hat natürlich auch einen Grund gehabt. Da wird jemand gefragt, wieso haben die so einen kleinen genommen? Ja, wiederum. Die Leute sehen immer die Champs-Élysées, 14. Ja. Juli, genau. Die Fremdenlegion, abparadiert, die 2-Meter-Mann und 1,90. Aber man weiss es vor allem vom Vietnamkrieg der Amerikaner. Die Höhlen, das Höhlensystem der Vietnamesen. Die Vietnamesen sind kleine Leute. Und kleine Amerikaner mussten in die Höhlen, in einem Maulwurf ähnlich. Also sehr riskant. Algerienkrieg ähnlich. Auch die algerischen Freiheitskämpfer hatten ein Höhlensystem, immer wieder abtaucht. Und wenn man die wollte finden, hätte man in die Höhlen hinein. Und für das wären dann die kleinen Leute geeignet gewesen. Wenn mich nicht täuscht, war die Minimalgrösse im 59 1,59. Ja. Ja, da bist du knapp drüber gesehen. Aber die Fremdenlegion ist sehr beweglich. Also wenn jetzt ein super Informatiker wäre, nicht? Viersprachig, und dann nehmen die den. Der muss ja nicht paradieren. Mhm. Auch in der Legion gibt es Bürojobs. Nicht? Mhm. Also einer, der hochintelligent ist, der kommt unter, auch wenn er 51 ist. Gut, du bist natürlich, gell, der Messi kennen wir vom Fußball und der Rickenberger ist sportlich hierher gekommen. Das muss man vielleicht auch sagen, oder? Du bist doch eine recht sportliche Erscheinung, oder? Eigentlich. Ja, natürlich, man war fit, aber die Fitness wird dann noch aufpoliert in der Fremdenlegion, schon klar. Wo bist du nachher hergekommen? Marseille und nachher? Also Marseille, dann hat man 14 Tage in Marseille, in der Kaserne, dort passieren alle die Untersuchungen, medizinisch, Eignungstests, ganz wichtig natürlich, psychische Tests. Man schaut, ist der dem gewachsen? Also psychische? Also, wir hatten natürlich vor allem durch Befragungen, wir haben sofort gesehen, aus welchem Umfeld kommt der, ist der problembeladen und so weiter. So Leute hat man mit 59 nicht wollen. Wir wollten keine Leute, die irgendwie eine Operation angestanden ist oder eine Zahnkorrektur oder eine Augenkorrektur. Die hat man nicht wollen. Die Auswahl war dermassen gross, dass wir können herauslesen konnten. Also, die Fremdenlegion hat sich nicht irgendwie belasten mit Leuten, die man zum Vornherein gesehen hat, der stolpert den Wald einmal, der geht nicht. Und das hast du alles überstanden, in dem Fall gut? 14 Tage, das ist gegangen. Und dann
irgendwann bei den jungen Kerlen, also 17 bis 20, die haben ja kein Fahrleben gehabt. Natürlich, mir ist befragt worden, vor allem, warum kommst du in die Fremdenlegion? Du hast doch Dreck am Stecken, los, erzähl mal deine Geschichte. Weil... Haben sie ja gefragt dort? Ja. Ha? Haben sie dort auch gefragt? Ja, natürlich. Natürlich, die, also haben, schon... die haben keine Leute, wollen, die ernsthaft etwas auf dem Kerbholz hatten. Ja. Ja. Aber wie haben sie das ausfindig gemacht? Weißt, das war ja noch nicht so medial. Der Arm der Legion, der ist natürlich europalang, das ist schon klar. Da überall Leute, die man können fragen. Und natürlich die Befragung, die ist natürlich, ja ja, nicht wie unser Gespräch da. Da hat man die Leute schon in die Zange genommen. Nicht? Ja, das kann man gut. Also die gut, haben, kann man sich vorstellen. Ja, aber... die haben die Erfahrung gehabt, haben gewusst, du, da müssen wir noch ein bisschen bohren. Und dann sind ja die Verhältnisse bereit, es ist ein gewisser Druck da, wird aufgebaut in diesen 14 Tagen in Marseille. Und dann sehen die sehr schnell mal, du, der ist sauber, unbeschriebenes Blatt, weitgehend. Und bei den 17- bis 20-Jährigen, die hatten ja kein Vorleben gehabt, kaum. Und etwa am vierten Tag kommt mit einem Klassenzimmer ein Vertrag, oder? Wir haben uns gesagt, das müsst ihr dazu lesen. Jetzt konnte ich nicht mehr lesen, es war nur französisch. Und wenn ihr unterschreibt, dann gilt es. Jetzt könnt ihr noch rauslaufen. Dann hat es so 20 Kerle in einem Zimmer und dann gibt es überall ein Alpha-Tier, die umeinander schauen. Du, Feigling, aber nicht, dass du nicht unterschreibst, oder? Für mich war es klar. Ich war programmiert, trotz der unfreundlichen Empfangsgegebenheiten in dem Masse gefunden, jetzt unterschreibst. Und dann geht es über einen Truppentransporter 4. Klasse auf Oran. Oran geschrieben, also Oran geschrieben, die Stadt, wo man allenfalls kennt vom Literaturnobelpreisträger, vom Albert Camus, La Peste, oder? Die Pest, die in dieser Stadt Oran grassiert. Die drinnen sind, kommen nicht raus. Wer draußen ist, kommt nicht rein. Er schildert natürlich die Pest in dieser Stadt. Genau, ja, ja. Wie die Pest die Stadt im Griff hat und die Bevölkerung. Genau, ja. Genau das Gleiche war in der Fremdenlegion zu meiner Zeit. Ja, ja. Wer drinnen ist, kommt nicht aus. Erinnert sich so ein bisschen an die heutige Corona-Zeit, die jetzt hinter uns ist, hoffentlich. Und wer draußen ist, kommt nicht rein. Mhm. Oder nur sehr erschwert. Ob verwandt oder er beschreibt das Ehepaar, er ist drinnen und sie ist draußen. Ah, genau, ja, 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 ja genau. Ja. Ja, und da hat er dann, aber dann nach den zwei Wochen schon unterschrieben, dann bist du rein, da kann ich mir noch vorstellen, der abenteuerliche Hickenberger. Aber nachher hast du dann ja wahrscheinlich schon die ersten Gedanken, noch ein bisschen, wie geht es weiter? Ja, natürlich. Und natürlich. Wie kommst du wieder weg? Oder? Ja, ja, die Gedanken. Ich sage natürlich, im Fremdenliga im Prinzip hat er 5 Jahre Heimweh, nicht? Das leitet sich erst im Laufe der Jahre. Natürlich, wir haben ja Legionäre, die bleiben 25 oder 30 Jahre in dieser Legion. Das ist ein Job, nicht? Und irgendwann nach 5 Jahren kommt auch die schwierige Entscheidung, bleibe ich oder gehe ich heim. Ja, dann kommt, dann geht man in die Zentrale, ist man geführt worden, sind die Bella Besse, nicht? Die riesige Metropole von der Fremdenlegion, da hat es mal eine blühende Stadt, nicht? Der Grossvater vom Ex-Bundesrat Christoph Blacher war in den 1890er Jahren dort Pfarrer gewesen, von der deutschen Kolonie und der Blacher hat natürlich, Eduard Blacher, hat natürlich den Sonntag den Schweizer und vor allem die deutsche Legionär gehabt. Also eben eine blühende Metropole. Und dort nochmals gleich, 14 Tage, die Befragungen, die Tests. Wir schauen, erzählt er noch das Gleiche, ist das kongruent oder gibt es jetzt bereits Differenzen zu den Befragungen oder Untersuchungen, die in Masse passiert sind. Unglaublich. Ja? Und nach 14 Tagen, nach einem Monat Fremdenlegion, kommt dann die eigentliche knüppelharte Rekrutenschule. Ja, also die. Und wo ist denn hier? Also, es hat verschiedene Zentren gegeben. Saida, Mascara und so weiter. So haben die Art geheissen. Alle mit grossen französischen Konzernen. Und in meinem Fall ist das auf Saida gegangen. Heisst übrigens übersetzt «die Glückliche». Also Saida, ich muss es blöd fragen, keine Ahnung, wo das ist. Ja, Saida ist auch, Sidi Bella Besse ist in Nordalgerien und Saida auch. Das ist vielleicht 60, 80 Kilometer weg, weiter südlich von Bella Besse. Und Frankreich ja eine grosse Kolonialmacht, gell? Und damals der Befreiungskampf, Algerienkrieg natürlich. Wir müssen natürlich eben sagen, wir sind ja die letzten Afrika-Legionäre gewesen. Und wir haben natürlich hier, da muss man schon sagen, wir haben
mindestens Europapolitik, wenn nicht Weltpolitik erlebt, nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hast du mitbekommen dort, dass er zweimal zu mitzt. Da hat man den erst eigentlich im Nachhinein realisiert, nicht, dass die dritte und vierte Weltmacht, ja, England und Frankreich, sich lösen müssen von ihrem riesigen Kolonialreich. Und das hat natürlich knirscht, nicht, und darum eben die verrückten Befreiungskriege, nicht. Wir leuchten da heute ein, die Leute wollten selbstständig werden. Die Franzosen haben es den Algerier mies gemacht, das muss man auch sagen. Nicht? Wenn ich denke, dass unterhalb von Walzenhausen, gegenüber von Rinec, in Gassau, Geissau, Marokkaner waren, die man einfach aus Europa verfrachtet hat, irgendwie uniformiert hat, die sind jetzt französische Soldaten, ist eigentlich verrückt. Nicht? Und auch die Algerier, man hat ihnen versprochen, ihr euren Blutzoll, den ihr erbringt im Zweiten Weltkrieg, dafür kommen ihr viel mehr Autonomie über nach 1945. Frankreich hat sich das Wort nicht gehalten. Schlecht. Jetzt noch mal etwas. Wie bist du überhaupt auf Algerien gekommen? Weißt du, mit dem, ja, von wo weg und wie mit dem Schiff? Ja, das ist von Marseille direkt. Marseille ist das direkt, auf Oran, ja, übergegangen. Ja. Oran ist eine Hafenstadt in, ja, auf der algerischen Seite. Da ist im Regen. Kein Seegang gehabt. Kurze, ja, wohl Sache. Miserabel, oder? Ah. Da ist vierte Klasse, heisst anders im Schiff, oder? Ja. Und die meisten sind zuerst mal auf hoher See gewesen. Also, man kann sich lebhaft vorstellen, wie da jemand aussieht und vor allem geschmeckt hat. Mm-hmm. Nicht angenehm. Mm-hmm. Ja, ich kann mich nur erinnern, die Marokkaner bei Tarif, oder? Habe ich gesehen, wenn sie zurückgekommen sind, ausgestiegen sind mit Familie, Sack und Pack, und manchmal sind sie ausgestiegen, haben sie sich gerade übergeben. Also zum Teil, wenn die, ja, ein Seegang, ja, war und, ja, so. Eben, also hast du wirklich alles erlebt. Dann warst du dann quasi in Algerien gewesen, also schon nach an der Sahara-Hitze zu, im Grunde genommen. Es waren völlig andere klimatische Bedingungen gewesen als Walzenhausen. Ja. Natürlich alles. Es war eine total neue Welt, in der man da, ja, reinrutscht. Nein, ich meine nur, ich bin ja so, ich weiß nicht mehr genau, 72 Jahre habe ich RS gemacht als Panzergrenadier. Ich kann mich erinnern, ja, da hast du mit dem Rinkli oben zumachen bis zur Oberstufe, dann hat es Zugschule gegeben. Das war ja nichts in Thun, oder? Aber am Anfang hast du dich gleich recht daran gewöhnen, weißt, in dieser Hitze drin, dort zu marschieren und zu laufen. So. Hast du ihn da nie, weißt du, ist nie einer zusammengekracht, ja, natürlich, oder? Natürlich, ich meine, klimatisch ist es extrem. Und verrückt ist der psychische Druck. Ja, der, ja, letzte Händler hat jetzt realisiert, es gibt ein Buch über die Fremdenlegion mit dem Titel «Verkaufte Jahre». Das trifft absolut zu. 5 Jahre kein Urlaub in Europa. Geschweige, meine Eltern hätten können sterben da oben im Wald zu Hause. Kein Urlaub, nicht? Du bist wirklich 5 Jahre verkauft. Das trifft absolut zu, der Titel. Eben der psychische Druck. Der letzte Händler realisiert, 5 Jahre komme ich nicht zu dieser Uniform aus. Ich komme nicht zu dem Männerorden der Fremdenlegion aus. Erst nach 5 Jahren. Kollegial war schon gut gewesen, so. Gezwungenermaßen. Man hat natürlich sehr schnell einmal realisiert, du, wenn es ernst gilt, dann bin ich auf den allenfalls froh oder auf den angewiesen. Oder ich muss froh sein um den Jugoslaw oder irgendwie. Also das hat überraschend gut funktioniert. Eben, und geredet haben denn was? Wie? Welche Sprache? Französisch. Also, aha, natürlich hat eine grosse deutsche Subkultur gegeben. Das ist eine der grossen Überraschungen. Nicht? Mhm. Weil die Franzosen haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, 1945, die Franzosen sind in Süddeutschland einmarschiert unter dem Lacen de Tassili. Später, glaube ich, noch Marschall geworden. Und die sind mit den deutschen Kriegsgefangenen sehr unzimperlich umgegangen. Nicht? Du bist ein Nazi, wir stellen dir die Wand, oder aber ihr könnt die gelichtete Reihe von dieser Fremdenlegion schliessen. Das ist so die Alternative, die die hatten. Und Deutschland ist ja total am Boden gelegen. Nicht? Und die haben natürlich nicht realisiert oder nicht können wissen, dass es mal ein Wirtschaftswunder gibt, relativ schnell, dank der Hilfe der Amerikaner. Und die haben sich dann für den Weg Fremdenlegion entschieden. Oder das sind Leute, die vielleicht schon vor dem Zweiten Weltkrieg in der spanischen Legion Condor waren. Also die deutsche Legion, die auf der Seite von Franco in den spanischen Bürgerkrieg eingegriffen hat. Dann der Soldat im Zweiten Weltkrieg, vielleicht Stalingrad. Und die haben eigentlich auch nichts mehr anders gesehen und nichts mehr anders können. Und natürlich die miese Vergangenheit, vielleicht als Aufseher in einem Konzentrationslager und so weiter. Also, da gäbe es natürlich einen Haufen Geschichten. Ja. Desertieren, keine Chance, oder was wäre passiert? Ja, da ist natürlich, Desertion gehört zu der Fremdenlegion. Aber das ist schwierig.
Es war dann immer so die Idee gewesen, ja, der Gegner empfängt dich allenfalls mit offenen Armen. So war es dann absolut nicht gewesen. Mhm. Später war die Desertion schon organisiert gewesen, also von der algerischen Seite her. Es hatte einen deutschen Überläufer, der El Alemani sind übernommen, einen Deutschen, der dann natürlich Propaganda, schon da hat man Propaganda gemacht im Krieg. Das ist ähnlich wie heute Ukraine. Wer weiss denn eigentlich wahr, was stimmt? Und man ist einfach aufgebaut, weiss Propaganda. Das ist schon da, hat man das gesehen, nicht? Flugblätter, Lautsprecher irgendwo, deutscher Legionär, komm auf unsere Seite und so weiter. Also, da hat man schon im Indochina-Krieg gesehen, von den Franzosen, im Algerien-Krieg natürlich. Aber die Desertion natürlich, die meisten hat man verwünscht, oder? Und da war dann kein Zuckerschlecken. Also ein Deserteur ist sehr hart angefasst worden. Nur ganz eine kleine Zwischenbemerkung, ist es 22. Februar, weil wir es von Ukraine geredet haben, oder? Natürlich, da weiss man zu Recht, jetzt, wie es rauskommt. Und wir haben auch geredet von Covid, das ist etwa 4 Tage, nachdem es der Bundesrat zwischenzeitlich nach verschiedenen Wellen mal die Massnahmen aufgehoben hat. Nur damit wir ein bisschen wissen, wo wir uns so ein kleines bisschen begegnen. Genau. Apropos Wasser, ja, wo du das da trinkst, trink das gerne, Peter, trink nur. Ich würde da gerne noch eine Frage stellen. Das war ja genau das, was ich schon von mehreren Legionären gehört habe, mit Wasser, das war eine Rarität einmal. Da sind wir mit Truchterzungen rumgelaufen. Wasser ist natürlich, wir haben natürlich gelernt, mit dem Wasser sparsam umzugehen, das ist mal eins, oder? Also Wäsche war weit hinten dran gewesen, und Duschen, da hat es in der Kaserne gegeben, vielleicht wenn man irgendwo 14 Tage draußen war, im Gjet draußen. Wenn man zurückkam, ist in die Kaserne, dann hat es sicher eine Dusche gegeben, hat genug Wasser gehabt, so weit. Aber unterwegs mit 2 Feldflaschen musste man also gut dosieren und einteilen. Klar, Algerien ist ein trockenes Land, Algerien ist ein heißes Land. Vor allem auf der südlichen Seite von der Sahara, dem Riegel, nicht, wo der Vegetationsgürtel relativ grün trennt eben von der Steinwüste und von der Sandwüste, von der Sahara. Ich habe von Algerien gehört im Französischunterricht, Französischlehrer gehabt, der dann gesagt hat, bei den Panzern, hätten sie einmal, ich bin in Algerien, in der Sahara drin, also im Französisch gewesen, hätten sie einmal können, Spiegeleier auf dem Panzer oben dementsprechend bröteln. Also das muss ja schon recht heiß gewesen sein, oder? Ja. Hat man sich dann mit der Zeit daran gewöhnt? Das ist irgendwie... Man gewöhnt sich daran. Ja. Und es gibt am Anfang eine Spritze, ich weiß nicht, hat mich eigentlich nie gross interessiert, was für eine Spritze, wo eben die Hitze sollte ich erträglicher machen. Man gewöhnt sich daran, weil es ist eine trockene Wärme. Hast du jetzt immer wieder ein bisschen kalt? Ja, oh. Absolut möglich. Ja. nein. Schon mein Vater hat alle kalte Füße gehabt. Ja. Ja. Nein, man kann sich ein Stück weit natürlich akklimatisieren. Ein junger Körper gewöhnt sich daran. Wobei es ist erstaunlich, wie die Temperaturunterschiede, nicht die Nacht. Also vor allem in der Übergangssaison kann eine Nacht auf gegen 0 Grad absacken und der Tag durch hat man 40 Grad. Da wäre wie bei uns 20 Grad plus auf 20 Grad minus. Also der Körper wird diesbezüglich schon malträtiert, kann man schon sagen. Die Fremdenlegion, die hat eigentlich auch dazu gedient, eben, um natürlich den Franzosen zu helfen und eben den Algerien den Befreiungskampf schwer zu machen. Hast du eine Kampfhandlung schnell einmal also mitbekommen? Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen Geschichte abtauchen. Nicht? Der Algerienkrieg ist ja eigentlich wahnsinnig, wenn man sich das überlegt. Nicht? 1947 fand der Indochina-Krieg von den Franzosen an. Weil man die Länder Vietnam, Laos und Kambodscha nicht hat will, in Freiheit entlassen. 1954 kommt die verrückte Schlacht von Dien Bien Phu, wo die Franzosen, sagen wir mal, Stalingrad der Franzosen waren, wo sich die Franzosen-Generalität außerordentlich dumm verhalten hat. Und kaum ist der Indochina-Krieg im Fernen Osten fertig, fängt im November vom gleichen Jahr 1954 der Algerien-Krieg an. Jetzt war es natürlich die Generalität, die nicht schon wieder eine Schlappe wollte einfangen. Nicht? Die Situation der Franzosen im Zweiten Weltkrieg kennen wir. Dann kommt zwischendrin schon mal eine Suezkrise. Franzosen und Engländer, man hat zurückgepfiffen, auch kein Sieg für generell. Und dann den Indochina-Krieg verloren. Und jetzt die Algerienkrieg, den hat man nicht wieder verlieren. Es waren generell, die den Krieg weitergetragen haben. Natürlich hinter jedem Krieg steht einmal Politik, das ist schon klar. Es ist ein Linke.
Armeeminister gewesen. Wir kennen alle den Herr Mitterrand als Sozialist, der sehr für den Krieg war in Algerien. Algerien geben wir nicht auf, das ist integraler Bestandteil von Frankreich. Das gehört für alle Zeiten zu uns. 1954. Dann hat man gesehen, nach 4 Jahren, der Krieg hat 2 Millionen Dollar im Tag gekostet, die Franzosen. Hat man gesehen, lässt sich nicht lösen. Ein Guerillakrieg kann man nicht gewinnen. Sogenannt asymmetrischer Krieg. Also auf der einen Seite hochgerüstete Armee, auf der anderen Seite Freiheitskämpfer. So die Nadelstich-Strategie, oder? Wie man dort angreifen, wo der Gegner schwach ist. Die haben das genau gewusst. Und dann hat man nicht weiter gewusst, politisch in Frankreich. Und dann hat man sich an einen alten Mann aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert, Charles de Gaulle. Wir machten zum Präsident mit der klaren Erwartung, de Gaulle löse uns den Knoten Algerier. Und natürlich, die sogenannten Pieds Noirs, also die Weißen in Algerien, die in fünfter, sechster Generation in dem Land waren, das war für die auch Heimat, das begreife ich. Darunter auch eben Schweizer. Der Dunant ist nicht hängen geblieben, aber er hatte andere Schweizer, die bereits seit 1850er Jahren in Algerien hängen geblieben sind. Und die haben natürlich erwartet, de Gaulle entscheidet sich, jawohl, wir greifen extrem hart durch, wir schauen, dass Algerien bei Frankreich bleibt. De Gaulle hat gesehen, das funktioniert nicht. Und dann ist im 58 die Wende gekommen und die Zeichen sind in Richtung Frieden gegangen. Es ist dann gleich noch bis 1962 gegangen, nochmal 4 Jahre. Aber der Krieg hat Gott sei Dank, jetzt aus meiner Sicht, der hat sich zurücknehmen müssen. Ich habe gesehen, es geht in Richtung Frieden. Der Eckenberger kommt im 1959, ist in einem Panzerregiment, das war eine Art Lebensversicherung. In einem Panzerregiment, ja, ja. Der Eckenberger war Funker. Funker ist enorm wichtig, nicht? Das war ein Bannhardt. Es hat ja mal eine Automarke gegeben, ja. Frankreich, Bannhardt. Ja, ja, und das war ein Bannhardt, ein Radpanzer mit einem AMX-Turm. Die Schweizer Armee hatte mal die gleichen Türme auf ihren Panzer. Genau, ja, ja. Mit den gleichen Kanonen, nicht? Ja, ja. Und der Funker, der ist wichtig. Irgendwo im Ghetto draussen kein Wasser oder irgendetwas fehlt. Verletzte, Sandsturm, dann ist der Funker wichtig. Gib Position durch und schau, dass uns die Basis helfen kann. Vielleicht 300 Kilometer weg. Also Funker ist enorm wichtig. Den Funker stellt man nicht vor der Schere. Der Gegner hat keinen Panzer gehabt. Und der Funker nochmal eine Lebensversicherung. Und da bin ich natürlich in der Rückblende sehr dankbar. Wie bist du zu dem gekommen? Dass du es gerade einen Funker machen? Ja, also es gibt jeder Legionär von 18 bis 40, oder? 40 war die obere Altersgrenze gewesen. Jeder macht eine Grundausbildung. Nicht, ich werde gefragt, 100 Nationalitäten, wie schweißt man die zu einer Einheit zusammen? Das geht nur mit einem rigiden Drill, das geht gar nicht anders. Nicht? Ich sage, in der Fremdenlegion nach einem Monat ist man integriert. Oder tot, nicht? Ist natürlich, wie es bei uns Leute hat, 30, 35 Jahre in der Schweiz, die sich mit der Sprache um die Sprache futtieren. Oder die sich bewusst, habe ich letztens gelesen, Asylbewerber, die Sprachkurs machen, wir nicht. Muss ich sagen, hallo, wo sind wir denn? Also in der Fremdenlegion, nach einem Monat ist man integriert. Wie macht man das? Dass es aussieht wie eine gut ausgebildete Truppe, im Schritt marschieren und laut singen. Voilà, so einfach ist das. Das wäre ein Typ für die Schule. Und natürlich rudimentär. Nicht? Wir Schweizer hatten noch ein bisschen Realschul-Französisch-Kenntnis. Ein anderer muss Learning by Doing, muss jeden Tag ein paar Wörter. Und zum Abend muss er noch irgendwo eine halbe Stunde Sprachkurs reindrücken. Und dann irgendwie geht denn da schnell mal. Eben, nach außen. Vieles ist Show in dieser Fremdenlegion. Also wenn man jetzt das Bild dort an der Wand anschaut, wo es paradiert, Uniform natürlich, alles muss stimmen, bis zum letzten Tüpfchen. Und so war es auch in der Ausbildung. Man ist einen Tag lang im Dreck raus. Also vergleichbar mit einer Rekrutenschule, Kampfbahn, Schiessen, Gradkenntnis, Kameradenhilfe und. Und zu Abend war wichtig, dass man geschlossen mit Gesang und mit einem tollen Schritt, 88 Schritte in der Minute, ich glaube, da bräuchte ich heute noch her, dass man so in die Kaserne marschiert. Ist Fleisch und Blut übergegangen, der Rhythmus? Ja,
Ich glaube, der. Ja, ich möchte mal probieren. 88 Schritt, kann mehr und kann weniger. Das ist ein schrippender, langsamer Schritt, oder? Warum ist das? 88? Vermutlich von den alten Berner Regimenter in französischen Dienst übernommen, also in der Vorzeit. Die Legion ist ja 1831 gegründet worden. Vorher hatten wir einen Haufen Schweizer Regimenter gehabt. Vor allem unter Napoleon I. natürlich, unter dem französischen König. Und wir sagen Berner Regimenter. Also eben Berner Marsch, bam, 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 bam. Kunststück mit dem Tempo, dass es in Bern oben nicht läuft, schon klar. Also eben, da war es. Und Viererreihe ist da, vorne links der grosse Deutsch, nicht 2 Meter Mann. Und dann. Zugführer, etwa 30 Mann. Das waren sogenannte Aspiranten, also noch nicht Offizier. Offiziersaspiranten, Unterleutnant, auch in der Ausbildung, vorne links. Und die haben alles daran gesetzt, dass man eine wunderbare Falle macht, wenn man durch das Kasernentor reingeht. Also etwa 200 Meter vorher hat man sich formiert. Und oben im ersten Stock, der Kommandant, der Oberst, der Schulkommandant, der bewertet den Zug, der einmarschiert. Nicht der kleine Legionär, aber der angehende Offizier, der wird bewertet. Was hat er für eine Ahnung? Wie marschiert er ein? Und dann, etwa 100 Meter, 150 Meter vor dem Tor, das heisst Becker, Lütton. Also Legionär Becker, Lütton. Gibt den Ton an von dem und dem Lied, das er gesagt hat. Also der fremde Legionär hat 25 Lieder auf Lager. Mit allen drei Strophen. Die bringt man auch nicht mehr weg. Und dann die langen Deutschen, ja, die hatten dann so einen Klott im Hals gehabt, mit der Sprache ein bisschen Mühe. Dann hat das meistens den Ton nicht getroffen, oder? Zu hoch, zu tief, oder den Text nicht gewusst und so weiter. Und dann hat mein Zugführer sehr schnell gesehen, das Hinterste bei den Appenzeller und Sizilianer läuft an, wo immer den Ton trifft und noch eine gute Stimme hat. Dann hat es eben geheißen, Egenberger oder Egenberger, Lütton. Dann sind wir wunderbar einmarschiert. Und das hat bedeutet, mein Unterleutnant hat dann seinen Korporal gesagt, eben die, die, die eigentlich Schule gemacht haben, Eckenberger muss uns ein bisschen schonen. Wir brauchen in dem seine Stimme noch zu arbeiten. Nicht? Also es gibt immer nicht, auch in dieser Fremdenlegion. Und wir haben dann nicht bei einem Korporal gesagt, sie, aber sie wissen, es sollte nicht zu fest im Dreck kommen, kriechen. Meine Stimme, geht mir an die Stimme, die brauchen wir zu arbeiten noch. Und dann bist du fast ein bisschen gestiegen, oder bist du einfach normal? Ja, gestiegen tut man natürlich nicht in der Ausbildung. Die Grundausbildung geht 4 Monate, ähnlich wie ein RS bei uns. Ja. Und dann gibt es eine Spezialisierung, nochmal 4 Monate, Motorfahrer, Waffenmech, Funker, Koch, Büro, Bürolist, Büro. Also kann man einiges lernen, gell, natürlich. Und, auf jeden Fall. Und die haben natürlich gesagt, also wenn ich schon da bin, den profitiere ich auf eine Art. Nicht? Mhm. Und die Funkerei hat mich interessiert, weil Funke war ein reiner Mansebetrieb. Da braucht ein gutes Musikgehör. Wir mussten dann eben die langen und kurzen die Punkte und Striche, nicht, die da so akustisch übermittelt sind, die schreibt man auf. Man schreibt nicht Strich auf, sondern man weiss, Punkt Strich ist ein A und so weiter. Oder 3 Punkte ist ein S. Man schreibt Buchstaben aus. Und da übt man. Und da geht bereits nach 4 Monaten geht das rasend schnell. Das heisst, mit anderen Worten, wenn du so Sachen gehört hast, tück, 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 tü, 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 tü und so weiter, dann hast du das gerade im Kopf umsetzen. Dann schreibt man das auf und natürlich ist ein bisschen Militärsprache. Meistens weiss man, in welche Richtung dass so ein Telegramm geht. Ja. Aber ein guter Funker ist natürlich unheimlich viel wert. Die sind gefragt. Aber wie hat denn das funktioniert? Also weißt, Funker auf dem Panzer oben? Antenne. Ja, also Kopfhörer, Antennen, dann hat man Geräusche natürlich. Damals, im 59 bis 62? Ja, dann hat man natürlich die Geräusche ausgeblendet, schon klar. Ja. Nein, das geht schon. Unglaublich, ja. Dann ich denke, die Technik sei bei Utenhorn nicht so weit gewesen, oder? Bei Fahrenden, bei Fahrzeugen fahren, oder? Natürlich, längere Telegramme, die hat man dann vielleicht zu Abend, wenn man irgendwo bivakiert hat, dann hat man so Tagesrapport durchgegeben, der länger war, das ist schon klar. Mhm. Ja. Gefahren bist du auch mit so Vehikel? Gefahren bin ich nur mit kleineren Fahrzeugen, also Jeep oder Dodge, 4-4 oder 6-6. Ja. Ich glaube, die Fahrzeuge hat man früher noch im Schweizer Militär gehabt. Ja. GMC, GMC, oder? Mhm. Panzer selber bin ich nicht gefahren. Kulfen auftanken ist auch, die haben ja gesoffen da, wie die Löcher, oder? Da hat man natürlich, man hat jede Hand gebraucht, das ist klar. Ja.
Kanister hergeschleicht. Also so richtige Kriegshandlungen, da bist du jetzt weniger einbezogen gewesen. Natürlich hat es auch Mützel gegeben über den Überfall, das ist schon klar. Aber das musst du Angst haben, dass es mal Klipp gechattert hat, Schüsse über den Kopf durch und so. Wenn auf einem Kiosk ist, hat jeder Angst. Also mindestens, wenn es das erste Mal passiert ist. Ja. Klar. Aber so in der Nacht, also die Feuer und so weiter, das hast du nie so Kriegshandlungen. Ein Panzerregiment ist immer eigentlich in einem Guerillakrieg. Ein Panzerregiment macht allenfalls einen Riegel. Genau. Fallschirmjäger springen ab, sollten den Gegner gegen den Riegel treiben, alle Treibjagd, man kann das so vergleichen. Und dann tauchen die unterwegs ab in das Höhlensystem, was ich am Anfang gesagt habe. Und auf einmal ist niemand mehr rum. Niemand weiß, wo die sind, wo die abgetaucht sind. Und natürlich auch die Motivation der Franzosen, die hat eben mit dem De Gaulle, hat das, jeder hat gewusst, du Algerien ist verloren. Wieso sollen wir unser Leben noch gross aufs Spiel setzen? Aber hast du nie Angst gehabt, wenn wir vorgefahren sind, dass unter Umständen jemand Panzerfaust lauert oder Minen, irgendetwas? Nein, Minen natürlich, das war immer gefährlich. Minen schmecken voraus, Ja, unglaublich. Dann bist du, dann bist du 5 Jahre, gell, bist du in der Fremdenlegion gewesen. Ich war in der Fremdenlegion. Ach, die ganze Zeit so ein bisschen als Funker auch tätig gewesen? Immer als Funker. Auch Telefonie hat natürlich dazugehört, Telefonleitungen bauen, in den Zentralen stöpseln, nicht, wie das früher noch der Fall war, Verbindungen machen. Und im 62 wird das Algerien unabhängig, nicht? Dann natürlich die grosse Freude. Ja. Jetzt braucht man die Fremdenlegion nicht mehr, alle werden das Land geschickt, oder? Das war natürlich absolut nicht der Fall. Aufgrund von speziellen Verträgen mit dem neue Staat Algerien, unser Regiment ist bis 1967 in dem Algerien geblieben. Und im 1964 sind ja die 5 Jahre fertig gewesen. Und dann kommt die grosse Entscheidung. Ne? Die Fremdenlegion macht gute Leute in Offerten. Du, gut, die könnten wir gut brauchen, bleib doch. Das doch um ein Jahr verlängern. Man muss nicht mehr 5 Jahre anhängen. Macht es schlau. Oder ein halbes Jahr ist so gerne möglich gewesen. Bleib doch. Und viele sagen dann, ja, du, ich bin noch nicht gerüstet für das Zivilleben, das ist wieder ein grosser Schritt. Nicht? Das ist fast ähnlich gross wie die Fremdenlegion eintreten. Austreten ist auch schwer. Meine Mutter hat mir geschrieben, du, Kollege so und so, schon eine eigene Firma, der andere, Kurate, 2 Gofen. Mir hat der Beruf nicht passen. Dann kommst du auf Walzenhaus oder ins Appenzellerland und musst bei null anfangen. Ja, mache ich da. Aber die Mutter hat er geschrieben? Ja, natürlich. Briefwechsel ist gegangen. Ah, aber die haben ja nicht verdammt irgendwie, nicht gesagt? Nein, meine Eltern sind diesbezüglich. Ja. Erinnert sich an einen verlorenen Sohn in der Bibel nicht? Schon klar. Nein, wir haben geschrieben, mein Vater hat mich mal besucht, nicht? Da staunen die Leute auch wieder. Das war folgendermaßen. Bodensee-Gefröhrni ist Ende 62 angegangen, die grosse Kältewelle, und dann Januar, Februar 63 war ich. Genau. Und genau in dieser Zeit habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sergeant. Also ich war mal Korporal gewesen, und der nächste Schritt wäre dann Sergeant oder Maréchal de Logis in der Kavallerie. Also im Panzerregiment. Panzerregiment nennt sich immer noch Kavallerie, weil früher noch sind da Ross gewesen. Und auf Korsika, erstens mal die riesige Kälte, die sich angekündigt hat, auch in der südlichen Sphäre vom Mittelmeer, also eben wahnsinnig kalt. Und dann habe ich heimgeschrieben, über die Weihnachtszeit komme ich auf Marseille und dann geht es zurück auf Algerien. Vater, du könntest mich vielleicht besuchen, aber ich weiß es nicht. Bin ich 5 Tage zu Marseille oder nur einen Tag, muss ich einfach das Risiko eingehen, dass wir uns sehen. Hat geklappt, mein Vater reist mit der Bahn auf das Marseille. Hat eine falsche Identitätskarte dabei gehabt, Zivilkleider und so weiter. Wir haben uns getroffen. Und er hat natürlich schon damit gerechnet, ich käme heim. Irgendwie war ich nicht gerüstet. Oder wer A sagt, sagt jetzt auch B. Wir lassen da mal offen. Aber es war einfach abrupt gewesen, wenn ich jetzt heute Uniformen wegtun, Zivilkleider. Und natürlich das Risiko verwutscht zu werden, das war natürlich all da, auch in Zivilkleider, schon klar. Und mit falscher Identitätskarte. Ich habe mir gesagt, ich gehe zurück auf Algerien, komme in 1,5 Jahren heim. Und mein Vater hat so unverrichteter Dinge wieder zurück in die Schweiz, auf Walzenhausen. Aber gleich für dich ein Gefühl, ein gutes Gefühl, oder?
dass der Vater gekommen ist. Sicher. Dass er sicher auch signalisiert hat, sie haben eine Freude, wenn du ja kommst. So, oder? Auf jeden Fall. Ja. Das war ganz sicher ein gutes Signal. Mhm. Das ist ja so. Ja. Und nachher bist du gegangen? Nach 5 Jahren hast du nicht mehr verlängert. Nach 5 Jahren bin ich gegangen. Eben, dann kommt das Angebot von der Armee. Du kannst ja noch Offiziersschule machen. Du kannst ja gut vor die Leute herstehen und denen etwas erzählen. Und das überlegt man sich schon. Dann ist ja Französisch Guyana ist da aktuell gewesen, also Kourou, nicht, wo die Ariane-Rakete startet, Südamerika, im Norden von Südamerika, neben Venezuela hat ja Frankreich immer noch das Guyana, eine Kolonie, und wir hätten dort können. Oder irgendwoher, also wir machen einmal Versprechungen, die wären sicher auch gehalten worden. Ich habe mich entschieden, ich habe es gesehen, 5 Jahre, ich gehe nach Hause, trotz allen Risiken, die mich halt in der Heimat erwartet. Und sind sie gross gewesen, die Risiken? Ja, vor allem musste ich in die RS. Ich natürlich gewusst, jetzt kommt, also noch, auch nicht noch, jetzt kommt noch das Krux Militärdienst. Nicht? Eine Überlegung war die, ich bleibe bis Alter 28, Irrtum vorbehalten. Dann musst du keine RS mehr machen, dann kommst du einfach direkt in Zivilschutz oder HD. Da haben wir auch überlegt, bleibe ich noch 3 Jahre länger in dieser Fremdenlegion oder in Frankreich als Zivilist. Das wäre natürlich die Variante gewesen. Nein, ich fand den Gang heim, ich stelle mit der Militärjustiz, mache halt bis noch in sauren Äpfel von der Rekrutenschule. Und da muss man sagen, eine ganz andere Zeit, eine Lehrerausbildung als Militärdienstverweigerer oder nicht Dienstpflichtige, ja, chancenlos, oder? Jetzt hast du noch im Sinn gehabt, gell? Ja, da habe ich noch nicht im Sinn gehabt, nein, da nicht. Aber ich einfach gewusst, du, ich habe einen Tolke im Rheinheft oder einen zweiten Fremdenlegion. Und dann noch, der leistet keinen Dienst. Was ist los mit dem? Ich meine, heute ist jeder Kavaliersdelikt, der Dienst verweigert. Nicht? Mhm. Schon klar. Als er das macht, die RS, haben alle militärischen Wiederholungskurse und Landwehr und Landsturm, wie das alles heisst, bis und mit 50 in dieser Schweizer Uniform gesteckt. Oder? Eigentlich verrückt aus heutiger Sicht. Heute würde ich das, glaube ich, nicht machen, das ist ganz klar. Aber es war eine andere Zeit. Nicht? Heute? Mitte der 60er Jahre, das können sich die jungen Leute gerne nicht vorstellen, wie der Staat und das Militär, der Stellenwert. Nicht? Jeder, der Offizier war im Schweizer Militär, das war karrierefördernd. Nicht? Heute ist das Gegenteil der Fall. Will doch kein Arbeitgeber an, der im Jahr 5 Wochen im Militär hockt oder noch länger. Ja. Ja, da bin ich mir so nicht so sicher. Eckenberger, weißt du, bist ja schon einer, der eine gute Ideen hat, die viel bringt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ob es nicht auch Arbeitgeber gibt, die auch heutzutage noch Leute eben gerne haben, die sich Militär auch stellen. Schon so klar, ja. Jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, das ist klar. Aber das ist interessant. Heute würdest du Zivildienst machen? Heute würde ich einen anderen Weg gehen, ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt heute zurückkäme. Aber für Schweizer ist Fremdenlegion heute kein Thema. Ah, heute gängst du nicht mehr? Ich weiss nicht, ob Fremdenlegion noch 20, 30 Schweizer haben auf 8.000, 9.000 Mann. Mm-hmm. Ich weiss es nicht. Mm-hmm. Fremdenlegion ist immer sehr diskret mit den Daten. Mit 25 bist du zurückgekommen, mit 50 hast du die Militärkarriere abgeschlossen. Mit 25 genau. Komme ich zurück, genau, so ist es. Und nachher hast du noch Lehrerseminar gemacht. Und dann haben wir müssen neu orientieren. Gewiss, du, also Tragist, das passt mir irgendwie nicht, immer noch nicht, oder? Ich hätte ja auch können zu der Sanität. Fremdenlegion, das war absolut ein Thema, weil als Tragist ein bisschen Ahnung hat man ja. Und dann war das die Zeit vom Lehrermangel, Mitte 60er Jahre. Nicht? Berufsleute schulen sich zu Lehrern um, hat sie den entsprechenden Inserat vom Senat Kreuzlingen gehasst. Dann habe ich gefunden, ja, du Lehrer, ein Haufen Ferien, guten Tag. Eckenberger lachen zwischendrin. Ich fand, du, das wäre etwas. Aber du, jetzt mal ehrlich, ich bin auch Lehrer. Aber ja, das war für mich ein Argument. Ich habe auch gedacht, okay, ja, viel Ferien, ja, guten Tag, muss man ehrlich sein. Und ein lässiger Job. Ja, ja. Tut's mal. Ja, ja, ist ja heute willst noch lässig. Du heute Lehrer sein? Ja, auf jeden Fall. Bin ich bis vor 2 Jahren. Ist perfekt. Ja, gut. Also ich sage, ohne Rechtsanwalt, der Lehrer ist doch nicht da. Ja, du Anwalt wirst das locker schaffen. Ja. Auch heute. Ich meine, was ich natürlich mit diesen Gofen gemacht habe, nicht? Also punkto Schwimmen und so, oder Bergtouren, die ich heute umsage. Das stimmt. Nein, ja, das hast du einfach Glück gehabt. Also, ja, das stimmt. Nein, wenn etwas passiert wäre. Ja, das ist recht. Wären wir auch hier schon dran gekommen. Ja.
Ja, aber kann man heute noch viel machen? Braucht jemand noch ein bisschen Mut? Nein, ich sage, es ist ein toller Beruf, unbestritten. Mhm. Das Lehrerseminar und auch die paar Berufsjahre. Wo bist du sehr viel im Lehrersemi? Kreuzlingen. Kreuzlingen, genau. Kreuzlingen. Ja. Oder haben wir natürlich bei dieser Anmeldung null Chancen ausgerechnet? Die nehmen doch nicht einen Fremdenlegionär. Kommt ja aus Klischee. Fremdenlegionär gleich schlunke, Gauner, gestrandete Existenz, oder? Ich habe das Gefühl, etwa mal ein bisschen Bewunderung ist schon ein bisschen dabei. Also bei mir jetzt schon, muss ich sagen. Weißt du, einer, der sich das traut und das auch macht? Das nein, wir dürfen natürlich auch nicht verallgemeinern in dieser Fremdenlegion. Das ist ein Abbild von der Gesellschaft. Es hat nicht nur Leute wegen Liebeskummer oder kleinere Diebstähle oder nichts. Das hat Leute nicht. Wir haben im 56er Welle von Ungarn gehabt, wo in die Fremdenlegion geht. 68 Prager Frühling Tschechoslowaken, wo in die Fremdenlegion gehen. 1939 Juden, wo in die Fremdenlegion gehen. Gegen die Nazi. Und so weiter. Das war immer ein Abbild gsi auch von der politischen Situation. Wirtschaftlich. Ein Haufen Italiener, Spanier, geerbet, Fremdenlegion. Ist das auch im weitesten Sinn anders aus der gewisse Zuflucht gewesen, für bestimmte Leute, oder? Ja. Sicher, ist eine Möglichkeit gewesen. Die Schande der verdienten Gofen, von den unähnlich geborenen Schweizer, die man so einem Bauer verfrachtet hat, wo er vielleicht ein miserables Leben hatte. Die natürlich Kollegen gehabt, du, also in der Fremdenlegion geht es mal wesentlich besser als beim Bauer XY im Kanton Thurgau oder im Kanton Bern. Also die Schweiz hat noch viel aufzuarbeiten und hat noch Menge Tolke im Rheinheft, das muss man schon sagen. Das ist eindeutig so, ja. Apropos Tolke und Rheinheft, jetzt einfach nochmal zurück zu dem Kreuzling. Du hast 3 Jahre gemacht im Jahr, Seminar, oder? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Eben, seit ja und nachher bist du dann auch Schulmeister gewesen? Nachher bin ich Lehrer gewesen, ja. Dann bin ich zu tiefen, nicht? Natürlich auch zu tiefen. Die Schulkommission, Gemeinderat, ja, können wir einen Ex-Legionär auf Gofen loslassen? Da kommt sofort die Überlegung. Aber ich hatte einen guten Götti, das war ein Lehrer von Tüfe, Alfred Jäger. Der hat, nicht ausser, der hat ja eine vertragliche Bindung mit dem Seminar Kreuzlingen. Und alle Ausserroder gehen in der Regel auf Kreuzlingen oder auf Rorschach, das ist die Variante, je nach Monat. Und der Jäger hat natürlich auch etwas Schulbesuch gemacht in dem Semi. Ich habe gesehen, oh, du, Heckenberg, ja, der ist auf gutem Weg, den kann man schon. Und der hat auch bei der Anstellung in Tüfe ein gutes Wort für mich eingelegt. Den könnt ihr nehmen, der ist sauber. Und was hast du denn in Tüfe? Was für eine Stufe? Ich hatte eine Mittelstufe, 5. und 6. Klasse. Ah, ja. Und hast du dich können begeistern im Jahr, gell? Ja. Ich würde jetzt meinen Gofen sagen, gerne zu mir in die Schule. Ich hoffe, die es hören, können das bestätigen. Natürlich, schon eine gewisse Linie, nicht? Da sage ich natürlich mein Junglehrer, du bist der Chef im Schulzimmer. Und da musst du aber am ersten Tag markieren. Das bist verloren. Und ich glaube eben auch, weißt, lachen muss man noch können. Über sich selber und überhaupt Freude am Humor. Das war mir wichtig, dass wir alle. Das ist ja für dich etwas, was dein ganzes Leben nachher auch begleitet hat. Ist egal, Humor ist eine Lebenskraft. Und auch in dieser Fremdenlegion gibt es viel Lächerliches. Also Berufsmilitär nicht. Die da oben angekockelt mit Orden und weiss der Teufel war, muss ich sagen, ja, schon gut. Eben, der Humor ist dir eigentlich nie abhanden gekommen. Da ist mir Gott sei Dank nie abhanden gekommen. Ich habe überall oder meistens alle noch etwas gesehen, einen Grund zum Lachen oder einen Aufsteller. Ja, eben, wir haben jetzt einen Haufen erfahren über die Fremdenlegion. Du hast einen Vortrag in Heiden, eben, Henri Dunant und so weiter. Dort hast du noch 2 Bücher bereitgelegt. Ist das jetzt für jetzt, oder? Was hast du da? Leider ist das Buch über die Fremdenlegion vergriffen. Das hat ja 7 Auflagen erlebt, ist leider nicht mehr erhältlich. Genau, das. Jetzt gäbe es noch den sanften Krimi, spielt an und für sich im Appenzellerland. Aber die Hauptfigur ist der Jack oder Jakob Elsener, Ex-Fremdenlegionär, gestrandeter Pharmaziestudent. So ein typischer Lebenslauf, nicht? Hat in der Apotheke, wo er gearbeitet hat, Praktika gemacht hat, hat er ein Medikament gestohlen, natürlich richtig Drogen, hat die dubiosen Baren Tür verkauft, fliegt auf, haut ab in die Fremdenlegion. Er ist auf Djibouti stationiert, dort in der Sanität, ein halber Doktor, kommt retour, kommt ins Appenzellerländli, mit einem klaren Ziel, schnell reich werden auf Kosten der kranken Leute. Zuerst geht das sensationell gut. Auf einmal kippt das Ganze. Die langen Schatten von dieser Fremdenlegion holen den Mann ein. Und die Geschichte nimmt ihnen übles Ende. So, dann ist es Wunderheiler. So, genau. Ja.
Oder das andere Büchlein von Gescheiden und dummen Leuten passt ja gut. Passt gut in unsere Gesellschaft in die heutige Zeit. Und einfach hier innen die drei letzten Kurzgeschichten, 30 Kurzgeschichten in diesem Büchlein, die drei letzten sind der Fremdenlegion oder spielen in der Fremdenlegion. In Heide spielt eben der Henri Dunant auch eine grosse Rolle. Eben, ihr habt eine gewisse Verwandtschaft natürlich. Gell? Eben er 1850 Schlacht bei Solferino, du 100 Jahre später eben in die Fremdenlegion gegangen und so weiter. Hast du das Gefühl, hast du sonst noch gewisse Ähnlichkeiten? Also? Ich könnte mir noch vorstellen, also das ist jetzt eine Hypothese von mir, eine Annahme, dass man im Fremdenlegion, wo dann da geschäftlich nicht funktioniert hat, eben in Algerien, er hat sicher Militär gesehen und dass man eben vielleicht gesagt hat, Herr Dunant, kommen Sie doch zu uns im Büro. Sie könnten als Offizier eintreten, das wäre absolut möglich gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so Gespräche stattgefunden haben. Oder dass er natürlich ja nicht direkt den Napoleon III. Treffen einfach so. Er hat dort auch wieder irgendeinen Brückenbauer gebraucht. Also ein Offizier und vielleicht zuerst ein höherer anderer Offizier, ein Offizier, der ihm den Weg geebnet hätte zum Napoleon III. Also er hat ganz sicher Kontakt gehabt mit der französischen Armee. Und die Armee hat natürlich auch Bewachungsaufgaben müssen vornehmen, wenn der Dunant irgendwie ein Geschäft hat aufbauen, Land urbanisieren. Dann hat es sicher Militär gehabt, die ein Stück weit Bewachungsfunktionen erfüllt haben. Also er hat ganz sicher Kontakt gehabt mit französischem Militär. Wir haben lange mit dir geredet, aber natürlich, es ist immer zu kurz, wenn man mit dir zusammen ist. Also man könnte noch viel erzählen und so weiter. Aber wer dich natürlich möchte kennenlernen, der kann die Bücher lesen natürlich. Die sind zum Teil Schriftdeutsch, zum Teil Mundart. Aber man kommt schnell dazu bei dieser Mundartgeschichte. Man lernt das schnell. Und man kann ja Bücher natürlich eben für Vorträge, für Geschichten und so weiter, für lustige, für ernsthafte Sachen. Was mich einfach interessiert, gell? Also wie bist jetzt du so fit geblieben? Also habt ihr einen Drogisten? Dumm, hast du gewusst, wie man gesund leben muss? Habt ihr in der Fremdenlegion? Oder was habt ihr? Habt ihr da den Computer dort hinein? Habt ihr in der anderthalb Zimmer Wohnung, wo ja eigentlich deine Schreibstube ist? Oder habt ihr eine Partnerin, die du da hast? Oder was habt ihr das? Bei dir sprudelt es. Also, du musst keine Sekunde studieren, du weißt alles noch, du bist absolut fit. Ich würde sagen, sicher habe ich mal gute Gene. Nicht mein Vater, wie gesagt, er ist über 100 geworden. Meine Mutter ist 87 geworden. Mir hat sicher gutes Genmaterial mit auf den Weg bekommen. Und ich muss natürlich sagen, auch in der Fremdenlegion habe ich nie überbordet. Also keine Drogen, etwa ein bisschen zu viel Rotwein, das schon, aber nie geraucht, das müsste ich auch noch sagen. Die Versuchung ist ja riesig im Militär, oder? Auch meine Schweizer sagt, ja, du, in dieser RS habe ich noch angefangen zu rauchen. So dumm bin ich gewesen. Also relativ gesund gelebt, aber ich würde schon sagen, einfach viel Glück gehabt. In dem Leben bis jetzt, da bin ich sehr dankbar dafür. In dieser Fremdenlegion viel Glück gehabt. Da kam dann schnell mal die spirituelle Ebene, Schutzengel. Ja, warum trifft es dich und warum hast du immer Glück? Das ist alle Frage, die einen beschäftigt. Das ist aber aufs Alter schliessen sich ein bisschen die Kreise, nicht? Warum ist es eigentlich gut gegangen? Bist du nicht traumatisiert, nicht? Aber ein Chip ist noch drin von der Fremdenlegion, weißt du, irgendwie? Also den die Schritt raus. Hast du noch. Den bringt man nicht raus. Bringst du nicht raus, gell? Die Legion geht dir Alltag durch den Kopf. Die Zeugen in Hofas übrigens auch. Nicht, da fängt an beim Schuhbinden, nicht? Die Fremdenlegion bindet so die Schuhe, dass man 3 Sekunden schneller ist als das konventionelle Schuhbinden. Also, das bringt man nicht weg. Das sind natürlich prägende Jahre gewesen, nicht? Jugendjahr prägend. Und Fremdenlegion, junge Kerle, unbeschriebenes Blatt. Dann kommst du in die total andere Welt. Und das bleibt? Das bleibt, aber ohne... Eigentlich ohne negativen Beigeschmack. Zeugen ja, was hast du gesagt, bleibt auch. Bleibt auch. Das ist interessant, ja. Aber du bist ja wahrscheinlich kaum praktizierend, oder so? Nein, ich bin auch nie dabei gewesen, nicht? Ich bin nicht dabei gewesen. Aber ist gleich, ob es jetzt ein guter Wert ist oder ein schlechterer Wert, es ist ein Wert, der irgendwie bleibt. Und apropos Schutzengel, weißt du, wo du gesagt hast, irgendwie. Ja. Aber wenn wir jetzt so auf Karel Luzi gehängt, das ist ein Buchsen, nicht weit von da weg. Buch steht im Bücher geschrieben. Eben, und er hat dann geschrieben, der Herr sandte mir keinen Engel. Also, er war ja der Fremdenlegion, oder? Wir sollten natürlich nicht mit über 30
in die Fremdenliga eintreten. Ja. Der hat wahrscheinlich Familie gehabt, Gofen, also so die typische Karriere vom Davonlaufen. Genau. Da haben wir viel gehabt, eben aus der Lehre gelaufen, aus der Kante gelaufen, desertieren in der Legion, so die Biografie des Davonlaufens. Und die schreiben dann ein Buch, wie das halt verrückt gewesen sei, wenn man, ja, aus Selbstschutz, Selbstbehauptung und das Divisionsgericht Schweizer dort den Deserteur relativ hart beurteilen. Wieso bist du davon gelaufen? Vertragsbrüchig, du hast doch unterschrieben. Dann kommt vielleicht eben die Schutzbehauptung, ja, ich wollte doch wieder zurück ins Schweizer Militär und so weiter. Da muss ich nur lachen. Nicht? Ich würde sagen, auch alles Schlechte hat auch eine gute Seite. Wir lernen auch vom Schlechten, wie man es nicht machen sollte. Das sieht wahrscheinlich jeder und jede im Laufe des Lebens. Dort habe ich einen Fehler gemacht. Machen wir nicht mehr. Ja. Wer macht schon keinen Fehler, gell? Ja. Und ich denke einfach immer im Gespräch mit dir, in ganz verschiedenen Facetten lernt man auch das Leben kennen. Man lernt dich kennen, man lernt aber auch sich selber natürlich so ein bisschen kennen, eben durch deine Offenheit, durch all das, was du auch so ausdrückst. Jetzt vielleicht einfach noch, wenn jemand dich kennenlernen will, wie macht man das? Ja gut, hat eine Homepage, heute hat jeder eine Homepage, nicht? Ja. Auf der Webseite schreibt man jemanden, wann ich mal vor allem, was für Vorträge das gibt, nicht? Ich bin ja viele Altersheim oder ein Seniorennachmittag oder bei jüngeren Leuten oder ja, also quer durch die Gesellschaft durch. Und das Thema Fremdenlegion, persönlich erlebt, das ist all wieder gefragt. Mhm. Und es ist ja kein Rambo-Vortrag. Es geht ums Zwischenmenschliche. Das war mir eigentlich all wichtig gewesen. Wie übersteht man das? Und da muss man natürlich schon sagen, wir haben die Alten haben viel größere Frustrationstoleranz. Nicht mehr, wenn ich einmal heute lese, ein Unfall, sofort ist ein Care-Team da und Psychologenbetreuung. Oder heute lese ich in der Zeitung, dass so und so viele junge Suizidgedanken haben, weil sie jetzt eingeschränkt waren in dieser Corona-Zeit. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. 300'000, wenn Sie das falsch verstanden haben, heute am 22. Februar, das heisst 300'000 Kinder mit psychischen Problemen. Und alle brauchen eine Therapie, also das kann es nicht sein. Das ist unsere Gesellschaft krank. Ja, die warten, die haben zum Teil keine Therapie, es gibt Warteschlangen. Ja, wir fordern die Leute nicht mehr, also fordern im guten Sinn, nicht? Fördern und fordern. Ja. Also, ich kann nur sagen, könnt ihr uns lange darüber unterhalten? Da tun wir ein anderes Mal wieder, ja. Wenn du wieder Zeit hast für uns. Also ich würde sagen, Peter Rickenberger ist einfach etwas, das man eigentlich nicht verpassen darf. Ja, und vielleicht zu dem Anlass in Heide, ich würde mir einfach... Genau. Wenn man, ja, zeig dir nur. Zeig nur das nochmal dort. Wenn man von weiter her kommt, würde ich mich einfach mit einem Telefon absichern. Also stattfindet trotz. Die Corona-Massnahmen sind weitgehend weggefallen jetzt. Aber ich würde mir einfach... Ich käme die früh, da wäre eins. Und vielleicht ein Telefon geben. Die Eckdaten sind ja drauf. Dynamuseum hat Platz. 7. März, glaube ich, oder? Entschuldigung? Wann ist es am 7. März? Oder am 7. März, genau, ja. Ich lese da die Türöffnung 18.18. Genau. Hat einen Kaffee, hat eine Bar, kann etwas trinken. Das ist eine Möglichkeit, aber man kann ja, wie gesagt, der Peter Rickenberger auch bei anderen Vorträgen natürlich. Und wenn man Bücher liest, kennenlernen. Und, er ist natürlich einer von uns, gell? Und er kann im Leben, finde ich, jetzt sehr viel weitergehen. Jetzt, Moment, was ich jetzt sage, ich mal gerne nicht mehr. Ich frage mal ganz kurz etwas und hole in dieser Zeit noch etwas. Was ist so dein grösster Wunsch, Peter, noch? Mein grösster Wunsch? Ich glaube, persönlich ist es Gesundheit. Und das andere wäre der Frieden. Die Farben von der Fremdenlegion sind rot-grün. Man sagt auch hier, dass sie von den alten Berner Regimentern übernommen wurden. Es hat einen Haufen Legenden um die Fremdenlegion. Ist es so? Ich weiß es nicht genau. Dann hat man ein weißes Käppi. Das hat man eigentlich nur im Ausgang an oder eben Parade. Und sonst hat der Fremdenlegion eine grüße Bäre. Also schon zu meiner Zeit gehabt. Und ab dem Grad Korporalchef, also Legionär erster Klasse, dann kommt der Korporal. Und der Korporalchef, der würde etwa dem Wachmeister entsprechen, der trägt dann bereits ein schwarzes Käppi. Aha. Und der Offizier, der hat dann auch Nudeln.
um den Hut herum Spaghetti, keine Nudeln, wie in der Schweizer Armee. Und der Offizier, der hat noch ein Kreuz da auf dem Käppi, auf dem Deckel oben. Dann sieht man sofort, aha, ein Offizier. Apropos Bären, weißt du die Größe des Bären noch? Weil wir haben als Panzergrenadier auch Bären gehabt. Und ja. Ich weiss noch, ich immer ein 59 bekommen, etwas Größeres hat es nicht gegeben. Ich habe immer ein Schränzchen machen, wie sie gelangt hat. Nein, habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, ob das passt. Aber ich habe nicht so einen grossen Kopf. Ja. Einmal, du hast mehr drin, aber ich habe ein bisschen die Größe. Genau. So. Ja, da hätte ich jetzt gerne sagen. Also nicht auf dich bezogen, schon klar. Ja. Dann sind wir beim schönsten Wunsch gewesen. Und mein grösster Wunsch wäre es natürlich, ganz ehrlich, dass wir wieder mal mit dir Kontakt aufnehmen können. Es ist absolut extrem interessant. Und ich denke einfach, man lernt sich selber und man lernt das Leben ein bisschen kennen. Und was ich halt wunderschön finde bei dir, dass du einfach irgendwie eine Ernsthaftigkeit und einen Humor hast. Dass du dich selber auch ein bisschen hinterfragen kannst. Dass du sagst, ja, das und das würdest du nicht mehr machen, das und das würdest du wieder machen. Einfach die ganze Einstellung. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es nur ein Schutzengel ist, der dich jetzt so dazu gebracht hat, dass du immer noch so fit bist, sondern hat dein tägliches Wirken. Und das wäre jetzt noch meine letzte Frage. Der Computer war immer angestellt, aber ich habe letztens eine Mail bekommen, gegen Mitternacht, aus der Nachtschicht. Also du schaffst schon noch viel, oder nicht mehr? Ja, ich schaffe eigentlich viel. Ich sage natürlich, eben, wer schreibt, der kann das absolut nachvollziehen. In der Nacht wird man nicht gestört durch Telefon. Man kann 2 und 3 Stunden am Stück arbeiten, das ist der grosse Vorteil. Ich mache viel zu Nacht, aber nicht nur, das ist schon klar. Aber ich muss schon eher ein auf die Bremse heben. Jetzt sehe ich auch, jetzt kommen viele Vorträge rein. Eben, kommst jetzt zu uns, 2-3 Mal verschoben worden wegen Corona. Und jetzt dunkelt mir so wie ein Hahn, der aufgeht. Alle kommen jetzt und wollen das Verpasste nachholen. Und da muss ich schon immer sagen, ja, man merkt, es wird älter werden. Ich muss schauen, dass es einfach nicht überbordet, dass es nicht zu viel wird. Dann wünsche mir gute Gesundheit. Das kommt uns allen zu gut. Und vielen Dank, dass du uns hier empfangen hast, Peter. Dankeschön. Merci.